Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Lesung von Jörg von YouTube Juggler 66. Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, mit einem weiteren Kapitel in dem Buch von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, getitelt Priester, Mönche und Nonnen. Wie ihr bereits erlebt habt, zum Ende des Kapitel 6, das Buch wird immer interessanter und wir befinden uns jetzt auf den letzten 63 Seiten dieses Buches, also wir gehen in die Endphase und ich lese heute den letzten Teil des Kapitel 6, religiöse Stände, getitelt Priester, Mönche und Nonnen. Hab mich schon lange drauf gefreut, das Kapitel 6 zu Ende zu bringen, weil dann geht's in das Kapitel 7 und worüber das geht, das werde ich euch erzählen, wenn ich hiermit fertig bin. Also, fangen wir mal an und bringen die letzten paar Seiten im Kapitel 6 hinter uns. Wenn das Haupt korrupt ist, müssen es auch die Glieder sein. Ja. Wenn ein Körper krank ist, dann ist nicht nur ein Teil des Körpers krank, dann ist der ganze Körper krank, ne? Oder in Mitleidenschaft gezogen. Wenn das Haupt korrupt ist, müssen es auch die Glieder sein. Wie sagt man das so schön im Deutschen? Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, ne? Wenn der Papst im Wesentlichen heidnisch ist, was kann dann der Charakter seines Klerus anderes sein? Wenn ihre Stände aus einer durch und durch korrupten Quelle übernahmen, müssen diese an der Korruption der Quelle teilhaben, aus der sie flossen. Dies kann unabhängig von irgendeinem speziellen Nachweis gefolgert werden. Doch ist das Beweismaterial für den heidnischen Charakter des Klerus des Papstes so komplett wie das für den Papst selbst. Unter welchem Gesichtspunkt man die Sache auch betrachtet, wird dies ganz klar zutage treten. Zwischen dem Charakter der Diener Christi und dem der päpstlichen Priesterschaft besteht ein totaler Gegensatz. Wenn Christus seine Diener zu etwas beauftragte, dann dazu, Zitat, seine Schafe und Lämmer zu füttern, Ende Zitat, und zwar mit dem Wort Gottes, das von ihm Zeugnis gibt und die Worte ewigen Lebens enthält. Wenn der Papst seinen Klerus ordiniert, müssen sie sich dazu verpflichten, zu verbieten, das Wort Gottes außer unter bestimmten Umständen in der Volkssprache gelesen wird, das heißt in einer Sprache, die das Volk verstehen kann. Da können wir ja noch mal eben zurückgehen auf meinen Upload von Herrscher des Bösen Teil 8, den ich gerade heute als Video verarbeitet habe, deswegen ist mir das noch frisch im Kopf. Da kommen zwei sehr schöne Zitate darin vor, was der Papst, was die römisch-katholische Kirche von der Bibel wirklich hält. Ich werde sie hier nicht wiederholen. Schaut euch Herrscher des Bösen Teil 8 an. Ein Teil, den ich sowieso nur anraten kann, sicher geschaut zu haben und absolut nicht zu missen. Steckt viel Videoarbeit drin, aber noch viel wichtiger, was ich darin vorlese über das Siegel der Vereinigten Staaten. Das wird ganz sicher zum Schluss der Lesung einigen Leuten wirklich endlich mal die Augen öffnen. Alexander fährt fort, er gibt ihnen in der Tat einen Auftrag. Und wie lautet er? Er ist mit folgenden verblüffenden Worten formuliert worden. Zitat, empfange die Macht zu opfern für die Lebenden und die Toten. Ende Zitat. Gibt es eine schlimmere Gotteslästerung als diese? Oder etwas Geringschätzigeres gegenüber dem einen Opfer Christi, durch das, Zitat, denn mit einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet, Ende Zitat, hat, so wie wir in Hebräer Kapitel 10, Vers 14 lesen, ja, also oder etwas Geringschätzigeres gegenüber dem einen Opfer Christi, durch das er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht hat. Das ist die Funktion, die eigentlich die päpstliche Priesterschaft auszeichnet. Als Luther sich daran erinnerte, dass ihm diese Macht mit eben diesen Worten verliehen wurde, als er zum Priester geweiht wurde, pflegte er in späteren Jahren mit einem Schauer seine Verwunderung darüber auszudrücken, dass, Zitat, die Erde nicht ihren Mund aufgetan und sowohl den, der diese Worte äußerte, als auch den, an den sie gerichtet waren, verschlungen hatte. Ende Zitat. Das Opfer, das darzubringen die päpstliche Priesterschaft ermächtigt ist, als ein,
zwischen Anführungsstrichen, wahres Sühneopfer für die Sünden der Lebenden und der Toten ist nämlich das zwischen Anführungsstrichen unblutige Opfer der Messe, das schon in Babylon geopfert wurde, lange bevor man je davon in Rom hörte. Der Eucharist, die Eucharistie, eines der Sakramente der römisch-katholischen Kirche, die 7 Sakramente hat, von 2, die biblisch begründet sind. Die 5 anderen eine reine Erfindung Satans. Während nun Semiramis, das echte Urmodell der chaldäischen Himmelskönigin, der das unblutige Opfer der Messe zuerst dargebracht wurde, wie bereits gesagt, in ihrer Person das Vorbild an Unreinheit schlechthin war, gab sie gleichzeitig vor, den größten Gefallen an jener Art von Heiligkeit zu haben, die mit Verachtung auf Gottes heilige Verordnung der Ehe herabblickt. Ja, die mit Verachtung auf Gottes heilige Verordnung der Ehe herabblickt. In welcher Zeit leben wir denn heute? 2016. LBGTI, sag ich nur. Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Intersexual. Oder auf Deutsch die lesbische, schwulen, bisexuelle, transsexuelle und intersexuelle Bewegung, die nur dazu da ist, um Gottes heilige Verordnung der Ehe abzubrechen, zu zerstören. Weil wenn ich schwul bin, oder Sodomit, wie ich das eigentlich lieber ausdrücke, oder eben lesbisch, oder transsexuell, oder was auch immer, dann führe ich nicht in keinem einzigen Fall eine Ehe, wie sie von Gott ordiniert ist. Aber da könnte ich noch stundenlang drüber hinweggehen, machen wir erstmal weiter. Die Mysterien, die sie leitete, waren Szenen der stinkendsten Verunreinigung. Und doch waren die höheren Klassen der Priesterschaft an ein Leben in Ehelosigkeit gebunden, als an ein Leben besonderer und überragender Heiligkeit. Es mag seltsam erscheinen, und doch schreiben die Berichterstatter der Antike dieser zügellosen Königin die Erfindung des klerikalen Zölibats zu, und zwar in seiner strengsten Form. Da müssen wir mal eben eine kleine Fußnote beachten. Semiramis teneros mares castravit omnium prima. Das heißt so viel wie Semiramis, Männchen in der ersten Ausschreibung kastriert. Nach den Worten von Ammianus Marcellinus in seinen Werken. Was ich daraus ableite, ist, dass wenn die Menschen damals in die Priesterschaft eingeweiht wurden, sie Kastraten wurden. Eunuchen. Und zwar nicht Eunuchen aufgrund ihres Willens, wie auch in der Bibel zum Beispiel durch Paulus beschrieben, dass er das war durch Gottes Gnade. Nein, sondern durch Eingriffe, entweder, wie man das heutzutage ganz gerne macht, durch die pharmazeutische Industrie, durch die Menschen zu vergiften und sie daher mit anderen Worten, naja, steril zu machen, aber keine Kastrate, oder eben die Leute eben zu kastrieren. Semiramis teneros mares castravit omnium prima. Männchen in der ersten Ausschreibung kastriert. In einigen Ländern wie in Ägypten machte die menschliche Natur ihre Rechte geltend, und obwohl das allgemeine System Babylons beibehalten wurde, wurde das Joch des Zölibats abgeschafft und die Priesterschaft durfte heiraten. Doch weiß jeder Gelehrte, dass die Anbetung der Kybele, der babylonischen Göttin, in ihrer ursprünglichen Form ins heidnische Rom eingeführt wurde, mit einem zölibatären Klerus. Als der Papst sich so vieles aneignete, dass der Anbetung dieser Göttin eigen war, und zwar aus derselben Quelle, führte er unter seiner Autorität auch die bindende Verpflichtung des Zölibats in die Priesterschaft ein. Ja, man muss sich immer fragen, welche Autorität gilt? Die des Menschen? Die des Antichristen? Des Mannes der Sünde? Des Sohns des Verderbens? Oder des Gottes der Bibel? Das ist die Frage. Welche Autorität gilt? Als der Papst sich so vieles aneignete, dass der Anbetung dieser Göttin eigen war, und zwar aus derselben Quelle, führte er unter seiner Autorität, also unter der Autorität eines Menschen,
die bindende Verpflichtung des Zölibats in die Priesterschaft ein. Nicht Gott gegeben, niemals durch den Gott der Bibel ordiniert. Die Einführung eines solchen Grundsatzes in die christliche Gemeinde war deutlich vorausgesagt worden als ein großes Zeichen des Abfalls, wenn Menschen von dem Glauben abfallen und in Heuchelei Lügen reden werden, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie verbieten zu heiraten. Das können wir in der Bibel genau so nachlesen. Die Auswirkungen seiner Einführung war geradezu verheerend. Die Berichte aller Völker, bei denen priesterliche Ehelosigkeit eingeführt wurde, beweisen, dass sie die dazu verurteilt waren, nur in die tiefste Verschmutzung gestürzt hatten, anstatt zu ihrer Reinheit beizutragen. Die Geschichte des Tibet, Chinas und Japans, wo die babylonische Einrichtung priesterlichen Zölibats seit unvordenklichen Zeiten vorherrschte, bezeugt die Gräuel, die davon ausgehen. Die Exzesse, die von den zölibatären Priestern des Bacchus im heidnischen Rom bei ihren Mysterien begangen wurden, waren derart, dass der Senat sich berufen fühlte, sie aus der römischen Republik auszuweisen. Im päpstlichen Rom gingen im Zusammenhang mit dem korrupten und korrumpierenden System der Beichte die gleichen Abscheulichkeiten von der priesterlichen Ehelosigkeit aus. Dies geschah derart, dass alle, die die Sache untersuchten, genötigt waren, die erstaunliche Bedeutung des ihm von Gott verliehenen Namen zu bewundern, sowohl in wörtlicher als auch übertragender Bedeutung. Zitat: Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Ende Zitat. Offenbarung 17, Vers 5. Pfarrer M. H. Seymour zeigt auf, dass sich im Jahre 1836 die Gesamtzahl der Geburten in Rom auf 4.373 belief, während davon nicht weniger als 3.160 Findlinge waren. Welch enorme Lasterhaftigkeit offenbart dies! Und die heutige Pädophilie der Priesterschaft Roms und die sodomitischen oder auf Neudeutsch homosexuellen Zustände, davon mal ganz geschwiegen. In den USA zum Beispiel sind prozentual die römisch-katholischen Priester die mit AIDS am meisten befallene Bevölkerungsgruppe. Und nur mal ein ganz kleines Licht auf diese Zustände zu werfen, von täglichen Zeitungsartikeln mal ganz abgesehen, seht euch den Film Spotlight an, aus dem Jahr 2014. Und bedenkt bitte, dass bei solchen Filmen immer zu berücksichtigen ist, dass die römisch-katholische Kirche das Geburtsrecht auf diese Medien hat. Mit anderen Worten, was in dem Film Spotlight offenbart wird, ist nur der erste Millimeter eines Eisberges mit einer Tiefe von mehreren hundert Kilometern. Von tausend Tatsachen ähnlicher Art wollen wir hier nur eine anführen, für die sich der ausgezeichnete römisch-katholische Historiker de Thou verbirgt. Als Papst Paul V. versuchte, die genehmigten Bordelle in der heiligen Stadt abzuschaffen, erhob der römische Senat Einspruch gegen die Durchführung des päpstlichen Plans. Hört gut zu. Die Männer des Senats begründeten dies mit der Feststellung, dass die Existenz solcher Häuser, also Bordelle, das einzige Mittel sei, die Priester davon abzuhalten, ihre Frauen und Töchter zu verführen. Diese ehelosen Priester lassen sich alle bei ihrer Priesterweihe ein gewisses Zeichen aufdrücken, und zwar die klerikale Tonsur. Diese wurde 1973 abgeschafft durch Antichrist Papst Paul VI. Für die heutige Zeit wäre das wohl zu auffallend gewesen. Aber ich habe ja über die Tonsur bereits vorher in diesem Buch berichtet, und ansonsten habe ich da sicher drüber berichtet in meiner englischen Lesung von Babylon Mystery Religion. Das sollte man auch mal gesehen haben, wenn man Englisch kann. Die Tonsur ist der erste Teil der Weihezeremonie und es wird für ein höchst wichtiges Element im Zusammenhang mit den Ständen des römischen Klerus gehalten. Als nach langen Kämpfen endlich die Pikten dazu gebracht worden waren, sich dem Bischof von Rom zu unterwerfen, war die Annahme der Tonsur
als Tonsur des heiligen Petrus von Seiten des Klerus das sichtbare Symbol dieser Unterwerfung. Und wer waren die Pikten, die sich endlich unterworfen hatten? Das kommt aus dem lateinischen Wort Picti, das ist die latinisierte Form des altgriechischen die Bemalten und ist der römische Name für Völker in Schottland. Und ich werde einen Wikipedia-Link für euch zufügen zu diesem Video, dass ihr das selbst nachschauen könnt, wer die Pikten genau waren. Naitan, der piktische König, wendete sich bei der Versammlung der Adligen seines Hofes und der Pastoren seiner Kirche folgendermaßen an sie. Zitat: Ich empfehle allen Geistlichen meines Königreichs, die Tonsur zu empfangen. Ende Zitat. Dann wurde, wie uns Bede informiert, diese große Revolution ohne Verzögerung durch königliche Autorität durchgeführt. Er sandte Vertreter in jede Provinz und veranlasste, dass alle Geistlichen und Mönche nach römischer Art die kreisförmige Tonsur empfingen und sich so Petrus unterwarfen, dem, Zitat, gesegnetsten Fürsten unter den Aposteln. Ende Zitat. Merle Dubigne sagt, es war das Zeichen, dass die Päpste nicht auf die Stirn aufdrückten, sondern auf die Krone. Eine königliche Erklärung und ein paar Scherenschnitte brachten die Schotten wie eine Schafherde unter den Stab des Hirten vom Tiber. Ende Zitat. Wenn nun Rom diese Tonsur derart betonte, wollen wir fragen, welche Bedeutung sie denn hatte. Sie war die sichtbare Einweihung derer, die sich ihr als Priester des Bacchus unterzogen. Diese Tonsur kann nicht den geringsten Schein christlicher Autorität haben. Es war in der Tat die Tonsur des Petrus, aber nicht des Petrus von Galiläa, sondern des chaldäischen Peter der Mysterien. Er war ein geschorener Priester, denn auch der Gott war es, deren Mysterien er offenbarte. Jahrhunderte vor der christlichen Zeit sagte Herodot Folgendes über die babylonische Tonsur. Zitat: Die Araber anerkennen keine anderen Götter als Bacchus und Urania, also die Himmelskönigin. Und sie sagen, dass ihr Haar in der gleichen Weise wie Bacchus Haar geschoren wird. Sie schneiden es kreisrund, wobei sie es an den Schläfen rasieren. Ende Zitat. Was konnte nun aber zu dieser Tonsur des Bacchus geführt haben? Esoterisches und exoterisches Wissen kommt jetzt. In seiner Geschichte wurde alles mystisch oder hieroglyphisch dargestellt, und zwar so, dass es außer den Eingeweihten niemand verstehen konnte. Eines der Dinge, das den wichtigsten Platz in den Mysterien einnahm, war die Verstümmelung, der er unterworfen wurde, als man ihn tötete. Zur Erinnerung daran wurde er jedes Jahr mit bitterem Weinen als Rosh Gesa, der verstümmelte Fürst, beklagt. Doch Rosh Gesa bedeutete auch geschorener oder rasierter Kopf. Daher wurde er selbst mit der einen oder anderen Form von Tonsur dargestellt, und aus demselben Grund ließen auch seine Priester ihre Köpfe bei ihrer Einweihung entweder scheren oder rasieren. Wo auf der ganzen Welt man immer Spuren des chaldäischen Systems findet, stößt man stets auch auf diese Tonsur oder dieses Scheren des Hauptes. Die Priester des Osiris, des ägyptischen Bacchus, konnte man immer an dem geschorenen Haupt erkennen. Im heidnischen Rom, in Indien und selbst in China war das Unterscheidungsmerkmal der babylonischen Priesterschaft der geschorene Kopf. Als Gautama Buddha, der mindestens 540 Jahre vor Christus lebte, die Sekte des Buddhismus in Indien gründete, die sich bis in die entferntesten Gebiete des Ostens ausbreitete, rasierte er so zuerst seinen eigenen Kopf, in Gehorsam gegenüber einem göttlichen Befehl, wie er sagte, und machte sich dann daran, dass andere seinem Beispiel folgten. Einer der Titel, mit denen er bezeichnet wurde, lautete Scherkopf. Der Scherkopf, sagt einer der Puraner, stellt eine Anzahl von Jüngeren und von Scherköpfen wie er selbst auf, um die Anordnung Vishnus auszuführen. Ende Zitat. Wie uralt diese Tonsur schon ist, kann man aus den Verordnungen im mosaischen Gesetz gegen sie erkennen. Den jüdischen Priestern war es ausdrücklich verboten, ihre Köpfe in irgendeiner Weise kahl zu scheren,
was ausreichend zeigt, dass sogar so früh schon zur Zeit Moses der Scherkopf eingeführt war. Wir lesen dazu im dritten Buch Mose, das Kapitel 21. Und zwar komplett. Das finde ich nämlich sehr wichtig zum Verständnis des Ganzen. Drittes Buch Mose, Kapitel 21. Und der Herr sprach zu Mose: Sage den Priestern, Aarons Söhnen, und sprich zu ihnen: Ein Priester soll sich an keinem Toten seines Volkes verunreinigen, außer an seinem nächsten Blutsverwandten, der ihm zugehört, an seiner Mutter, an seinem Vater, an seinem Sohn, an seiner Tochter, an seinem Bruder und an seiner Schwester, die noch eine Jungfrau ist, die ihm nahe steht, weil sie noch keines Mannes Weib gewesen ist, an dieser mag er sich verunreinigen. Er soll sich der Vorgesetzte an seinem Volk nicht verunreinigen, damit er sich nicht entweihe. Sie sollen sich keine Glatze scheren auf ihrem Haupt, noch die Enden ihres Bartes stutzen, noch an ihrem Leibe Einschnitte machen. Sie sollen ihrem Gott heilig sein und dem Namen ihres Gottes nicht entheiligen, denn sie opfern des Herrn Feueropfer, das Brot ihres Gottes, darum sollen sie heilig sein. Sie sollen keine Hure zum Weibe nehmen, auch keine Entehrte, noch eine, die von ihrem Mann verstoßen ist, denn der Priester ist heilig seinem Gott. Darum sollst du ihn für heilig halten, denn er opfert das Brot deines Gottes. Er soll dir heilig sein, denn heilig bin ich, der Herr, der euch heiligt. Wenn eines Priesters Tochter sich durch Unzucht entweiht, so hat sie ihren Vater entweiht. Man soll sie mit Feuer verbrennen. Wer aber hohe Priester ist unter seinen Brüdern, auf dessen Haupt das Salböl gegossen worden und dem man die Hand gefüllt hat bei der Einkleidung, der soll sein Haupt nicht entblößen und seine Kleider nicht zerreißen. Er soll auch zu keinem Toten kommen und soll sich weder an seinem Vater noch an seiner Mutter verunreinigen. Er soll das Heiligtum nicht verlassen, noch das Heiligtum seines Gottes entheiligen, denn die Weihe des Salböls seines Gottes ist auf ihm. Ich bin der Herr. Er soll eine Jungfrau zum Weibe nehmen. Eine Witwe oder eine Verstoßene oder eine Entehrte oder eine Hure soll er nicht nehmen, sondern eine Jungfrau aus seinem Volk soll er zum Weibe nehmen. Dass er seinen Samen nicht entweihe unter seinem Volk, denn ich, der Herr, heilige ihn. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede mit Aaron und sprich. Sollte jemand von deinen Nachkommen in ihren künftigen Geschlechtern mit irgendeinem Gebrechen behaftet sein, so darf er sich nicht herannahen, das Brot seines Gottes darzubringen. Nein, keiner, an dem ein Gebrechen ist, soll sich herzunahen, er sei blind oder lahm oder verstümmelt oder habe ein zu langes Glied. Auch keiner, der einen gebrochenen Fuß oder eine gebrochene Hand hat, oder der bucklig oder schwindsüchtig ist, oder der einen Fleck auf seinem Auge hat, oder die Krätze, oder Flechten, oder einen Hodenbruch. Wer nun von dem Samen Aarons des Priesters ein solches Gebrechen an sich hat, der soll sich nicht herzunahen, die Feueropfer des Herrn darzubringen. Er hat ein Gebrechen, darum soll er das Brot seines Gottes nicht herzubringen, dass er es opfere. Doch darf er das Brot seines Gottes essen, vom Heiligen und vom Allerheiligsten. Aber zum Vorhang soll er nicht kommen, noch sich dem Altar nahen, weil er ein Gebrechen hat, dass er mein Heiligtum nicht entweihe. Denn ich, der Herr, heilige sie. Und Mose sagte es Aaron und seinen Söhnen und allen Kindern Israel. Ende Zitat aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 21. Und was ich hier nochmal eben wichtig finde, ist doch mal zu wiederholen, diesen Teil, wo drin steht, dass man sich keine Einschnitte machen soll. Muss ich mal eben nachlesen, wo das denn jetzt hier genau ist. Wartet mal, muss ich mal eben nachschauen hier. In Vers 5. Sie sollen sich keine Glatze scheren auf ihrem Haupt, noch die Enden ihres Bartes stutzen, noch an ihrem Leibe Einschnitte machen. Was ist denn heute mit dem modernen sogenannten Piercing? Ich meine, es geht natürlich hier nicht um Priester, aber es geht hier um Priester. Und
sind wir nicht auch Priester? Sind wir nicht alle Priester, wie im Neuen Testament steht? Wir sind doch alle Glieder desselben Körpers, des Körpers Jesu. Also können wir uns doch auch keine Einschnitte an unserem Körper machen, keine Tätowierungen, wie an anderer Stelle im Alten Testament steht, keine Piercings und uns auch nicht den Kopf kahl scheren, wenn wir alle Priester sind im Glauben Jesu Christi. Da sollten wir doch mal drüber nachdenken, wenn wir uns morgens in den Spiegel schauen. Ich meine, ich habe meinen Kopf nicht rasiert, ich habe einen Bart, aber den stutze ich natürlich, weil ja, man muss ja zwischen Anführungsstrichen vernünftig aussehen. Ich kann den Bart ja nicht wild wachsen lassen, aber da sollte man wirklich mal drüber nachdenken, was hier schon damals geschrieben steht, über man soll sich keine Einschnitte machen und eben auch keine Tattoos. Ja. Gut, dann fahren wir jetzt im nächsten Satz fort. In der römischen Kirche werden die Köpfe der gewöhnlichen Priester nur geschnitten. Die Köpfe der Mönche oder der Ordenspriester werden rasiert. Doch empfangen sie beide gleichermaßen bei ihrer Weihe die runde Tonsur, wodurch sie ohne Zweifel mit Bacchus gleichgestellt werden, dem verstümmelten Fürsten. Gehen wir eben in eine kleine Fußnote rein. Denn es wurde bereits gezeigt in Anmerkung 60, dass unter den Chaldäern der Begriff Zero sowohl Kreis als auch Samen bedeutete. In Indien war Suro, der Same, die fleischgewordene Sonnengottheit, wie bereits erwähnt. Wenn dieser Same in menschlicher Form dargestellt wurde, dann mit dem Kreis irgendwo an seinem Körper, um ihn mit der Sonne gleichzusetzen, dem wohlbekannten Wahrzeichen des jährlichen Laufs der Sonne. So wurde unser eigener Gott Thor mit einem leuchtenden Kreis auf seiner Brust dargestellt. In Persien und Assyrien wurde der Kreis manchmal auf der Brust, manchmal um die Taille und manchmal in der Hand der Sonnengottheit dargestellt. In Indien wird er an der Fingerspitze dargestellt. Daher wurde der Kreis das Sinnbild des wiedergeborenen Tammuz, des Samen. Die kreisförmige Tonsur des Bacchus sollte ihn zweifellos als Zero, den Samen, ausweisen, den großen Befreier. Und der Lichtkreis um den Kopf der sogenannten Christusdarstellungen war offensichtlich nur eine andere Form derselben Sache und stammte aus genau derselben Quelle. Die Zeremonie des Tonsurschneidens, sagt Maurice über die Praxis dieser Zeremonie in Indien, Zitat, war eine alte Praktik der Priester des Mithraismus, ja, die mit ihren Tonsuren die Sonnenscheibe imitierten, Ende Zitat. Da der Sonnengott der vielbeklagte Gott war und sein Haar kreisförmig geschnitten war und die Priester, die ihn beweinten, ihr Haar in ähnlicher Weise schneiden ließen, schnitten in verschiedenen Ländern diejenigen, die ihre Toten beweinten, ihnen zu Ehren die Haare. Ebenfalls kreisförmig. Dafür gibt es Spuren in Griechenland, wie aus Elektra von Sophokles hervorgeht. Und Herodot erwähnt extra, wie es unter den Skythen praktiziert wurde, als er einen Bericht über ein königliches Begräbnis unter diesem Volk schrieb. Der Körper, sagt er, ist in Wachs eingeschlossen. Dann legen sie ihn auf einen Wagen und bringen ihn in eine andere Gegend, wo die Personen, die ihn in Empfang nehmen, wie die königlichen Skythen, ein Stück ihres Ohres abschneiden, ihre Köpfe kreisförmig schneiden. Und so weiter. Ende Zitat. Während nun der Papst als der große Stellvertreter des falschen Messias selbst die kreisförmige Tonsur empfing, wird also von all seinen Priestern gefordert, sich der gleichen kreisförmigen Tonsur zu unterziehen, um sich mit demselben System gleichzustellen, als Zeichen dafür, dass sie in ihrem Bereich und Wirkungskreis Stellvertreter desselben falschen Messias sind. Schlussfolgerung? Es ist ein Zeichen der Sonnenanbetung, die Schöpfung vor den Schöpfer zu stellen. Man bedenke zum Beispiel auch die Gaia-Bewegung und im Grunde die ganze Klimabewegung, die nichts anderes ist, als Ehre der Mutter Natur zukommen zu lassen. Wenn nun die Priester Roms den Schlüssel der Erkenntnis wegnehmen und die Bibel vor dem Volk wegsperren, wenn sie geweiht sind, das chaldäische Opfer zu Ehren der heidnischen Himmelskönigin darzubringen, wenn sie durch das chaldäische Gesetz der Ehelosigkeit gebunden sind, das sie in Lasterhaftigkeit stürzt, wenn sie kurzum alle bei ihrer Weihe mit dem Unterscheidungsmerkmal der Priester des chaldäischen Bacchus gekennzeichnet werden,
Welches Recht, welches mögliche Recht können Sie dann haben, Diener Christi genannt zu werden? Das ist doch mal eine schöne Frage, die Alexander hier stellt. Und die sollte man vielleicht jedem Katholiken einmal stellen, der immer so treu in seine Kirche geht und mal auf seine Antwort warten. Doch Rom hat nicht nur seinen gewöhnlichen säkularen Klerus, wie er genannt wird, sondern auch, wie jeder weiß, andere religiöse Orden von ganz anderer Sorte. Ihm gehören unzählbare Scharen von Mönchen und Nonnen, die alle in seinem Dienst stehen. Wo gibt es auch nur die geringste Berechtigung für eine solche Einrichtung in der Heiligen Schrift? In der Religion des babylonischen Messias gab es ihre Einrichtung von frühester Zeit an. In jenem System gab es Mönche und Nonnen in Hülle und Fülle. Im Tibet und in Japan, wo das chaldäische System früh eingeführt wurde, kann man immer noch Klöster finden, und zwar mit den gleichen verheerenden Folgen für die Sittlichkeit wie im päpstlichen Europa. Auch hier muss ich noch mal kurz in eine Fußnote einsteigen. Es gibt einige, und darunter auch Protestanten, die von dem, was sie den Nutzen von Klöstern in rauen Zeiten nennen, schon so sprechen, als wären sie nur schädlich, wenn sie in Altersschwäche und Verdorbenheit verfallen. Aufgezwungene Ehelosigkeit, die dem Klostersystem zugrunde liegt, ist Abfall schlechthin, der von Gott als das Geheimnis der Bosheit beschrieben wird. Möge ein solcher Protestant den ersten Brief Timotheus, Kapitel 4, Vers 1 bis 4 lesen, und sicher wird er nie wieder davon sprechen, dass die Abscheulichkeiten der Klöster nur von ihrer Altersschwäche kommen. Also lesen doch mal eben den ersten Brief Timotheus, Kapitel 4, Vers 1 bis 4, Zitat. Der Geist aber sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhangen werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten, zu heiraten und Speisen zu genießen, welche doch Gott geschaffen hat, damit sie von den Gläubigen und denen, welche die Wahrheit erkennen, mit Danksagung gebraucht werden. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genossen wird. Ende Zitat. In Skandinavien nun waren die Priesterinnen der Freja, die im allgemeinen Königstöchter waren, deren Pflicht darin bestand, das heilige Feuer zu hüten und die zu ewiger Jungfräulichkeit verpflichtet waren, nur ein Nonnenorden. In Athen wurden auf Kosten der Öffentlichkeit Jungfrauen gehalten, die streng an ein Ledigdasein gebunden waren. Im heidnischen Rom hatten die vestalischen Jungfrauen, die die gleichen Pflichten zu erfüllen hatten wie die Priesterinnen der Freja, eine ähnliche Stellung inne. Selbst in Peru herrschte während des Inka-Reichs das gleiche System vor und wies eine so bemerkenswerte Analogie dazu auf, dass man erkennen kann, dass die Vestalinnen Roms, die Nonnen des Papsttums und die heiligen Jungfrauen Perus einen gemeinsamen Ursprung haben müssen. So schreibt Prescott die peruanischen, Nonnenklöster. Zitat. Eine weitere einzigartige Analogie zu römisch-katholischen Einrichtungen bilden die Jungfrauen der Sonne, die Auserwählten, wie sie genannt wurden. Diese waren junge Mädchen, dem Dienst der Gottheit geweiht, die in zartem Alter aus ihren Heimen geholt und in Klöster eingeführt wurden, wo sie unter der Obhut gewisser älterer Matronen gestellt wurden, den Mamakonas, die in ihren Wänden grau geworden waren. Es war ihre Pflicht, das heilige Feuer zu hüten, das sie bei dem Fest von Raimi erhielten. Von dem Augenblick an, da sie in die Einrichtung eintraten, waren die von jeglicher Kommunikation mit der Welt abgeschnitten, selbst mit ihrer eigenen Familie und ihren Freunden. Wehe dem unglücklichen Mädchen, das bei einer Liebesaffäre ertappt wurde. Nach dem harten Gesetz der Inkas musste sie lebendig begraben werden. Ende Zitat. Und jetzt gehe ich noch mal kurz in die Erklärung, was die Mamakonas sind, also die Obhut der gewissen älteren Matronen, der Mamakonas, wie hier erwähnt wurden, und erkläre eben, was das ist.
Mama Kona, Mutterpriesterin, ist fast rein hebräisch abgeleitet von Am, Mutter, und Kon, Priester, nur mit weiblicher Endung. Unser eigenes Wort Mama, ebenso wie das von Peru, ist nur das hebräische Am verdoppelt. Es ist eigenartig, dass die gewöhnliche Anrede und der Titel der Äbtissin in Irland ehrwürdige Mutter lautet. Der Begriff Nonne an sich ist ein chaldäisches Wort. Ninus, Sohn, wie wir ja schon bereits gelehrt hatten, ist im Chaldäischen entweder Nin oder Non. Die weibliche Form von Non, Sohn, ist Nonna, Tochter, was genau der päpstliche kanonische Name für Nonne ist. Und Nonnus war in ähnlicher Weise zu frühen Zeiten die Bezeichnung für einen Mönch im Osten. Und dann fahren wir weiter in dem Buch nach der Aussage, die ich gerade vorgelesen hatte. Dies war ganz genau auch das Schicksal der römischen Vestalen, der man nachwies, dass sie ihr Gelübde gebrochen hatte. Weder in Peru noch im heidnischen Rom war jedoch die Verpflichtung zur Jungfräulichkeit so streng wie im Papsttum. Sie galt nicht ewig und daher war sie nicht so überaus zermürbend. Nach einer gewissen Zeit konnten die Nonnen aus ihrer Haft befreit werden und heiraten. In der Kirche Roms ist ihnen jegliche Hoffnung darauf absolut verwehrt. In all diesen Fällen ist jedoch klar, dass das Prinzip, auf welchem diese Einrichtungen gegründet waren, ursprünglich dasselbe war. So fügt Prescott hinzu: Es ist erstaunlich, eine so große Ähnlichkeit zwischen den Einrichtungen der amerikanischen Indianer, den alten Römern und den modernen Katholiken zu finden. Ende Zitat. Na, ich finde das gar nicht so erstaunlich, wenn man weiß, worauf sie sich basieren, wie wir in diesem ganzen Buch auf den ersten 204 Seiten bis jetzt hier gelernt haben, dann begreift man das ja wohl, wo das herkommt. Und man muss es eben auch erkennen. Ja? Prescott findet es schwierig, diese Ähnlichkeit zu erklären, aber der eine kleine Satz des Propheten Jeremia, der zu Beginn dieser Untersuchung zitiert wurde, erklärt sie vollständig. Zitat: Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn, der die ganze Erde berauschte, wie wir in Jeremia Kapitel 51 Vers 7 nachlesen können. Zitat: Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn, der die ganze Welt trunken machte. Die Völker haben von ihrem Wein getrunken, darum sind die Völker toll geworden. Ende Zitat. Ist das nicht wunderbar, wie Jeremia Kapitel 51 Vers 7 sich perfekt anlehnt an Offenbarung Kapitel 17? Denkt da mal drüber nach. Dies ist der Mosaikstein, der schon geholfen hat, so viel von der geheimen Bosheit des Papsttums ans Licht zu bringen. Und der auch weiterhin dazu bestimmt ist, die dunklen Geheimnisse jeden Systems heidnischer Mythologie zu entschlüsseln, das es bisher gab oder noch gibt. Man kann nachprüfen, dass die Aussage dieses Textes eine buchstäbliche Tatsache ist. Es kann nachgewiesen werden, dass der Götzendienst der ganzen Erde eins ist, dass die heilige Sprache aller Völker von der Wurzel her chaldäisch ist, dass die großen Götter jeden Landes und jeden Landstrichs babylonische Namen tragen und all das heidnische Wesen der Menschheit lediglich eine böse und wohlüberlegte, doch höchst lehrreiche Korruption des ursprünglichen Evangeliums ist, das zuerst in Eden gepredigt und durch Noah dann der ganzen Menschheit gesagt wurde. Das System, zuerst in Babylon zusammengebraut und dann bis an die Enden der Erde getragen, wurde zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern verändert und verwässert. Nur im päpstlichen Rom findet man es nahezu rein und vollständig vor. Und doch gibt es inmitten all der scheinbaren Mannigfaltigkeit des Heidentums eine erstaunliche Einheit und Übereinstimmung, die die Wahrheit des Wortes Gottes bezeugt. Der Sturz allen Götzendienstes kann jetzt nicht fern sein. Doch bevor die Götzen der Heiden schließlich zu den Maulwürfen und Fledermäusen weggeworfen werden, werden sie zuerst, davon bin ich überzeugt,
niederfallen müssen und den Herrn der König, den König anbeten, um seine herrliche Wahrheit zu bezeugen und mit einem lauten und vereinten Freudenruf dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm Heil und Ruhm und Ehre und Kraft von Ewigkeit zuzuschreiben. Das beendet Kapitel 6 in Von Babylon nach Rom. Im Grunde war ich ein wenig enttäuscht, wie wenig er hier auf die Klöster einging, die Nonnenklöster und die Mönchkloster. Wer Englisch kann, dem kann ich dazu nur anraten. Schaut euch Babylon Mystery Religion an, das Buch, was ich da gelesen habe, was ja eben zum Teil auf diesem Buch basiert ist. Da wird noch viel, viel tiefer drauf eingegangen, unter anderem auch auf in Rom, wo sie da diesen Brunnen leer pumpen und 6000 Kinderschädel finden und diese ganze Sache damit bei. Und ich kann euch nur anraten, wenn ihr es noch nicht getan habt, mal das Buch zu lesen von Dave Hunt. Die Frau und das Tier heißt das, glaube ich. Ich werde es auch irgendwann in Deutsch auf meinem Kanal lesen. Im Englischen ist es A Woman Rides the Beast von Dave Hunt. Und da kommen solche Dinge noch viel, viel intensiver zur Sprache, als wir das hier jetzt gerade eben gelesen haben. Nichtsdestotrotz sicher ein Kapitel, über das man nachdenken sollte. Und jedes Mal, wenn ihr auf der Straße irgendwo an einem Kloster vorbeikommt oder vorbeifahrt, dann denkt mal an diese Abscheulichkeiten, die hinter diesen hohen Mauern stattfinden. Diese hohen Mauern sind ja hauptsächlich dafür da, um die Leute da drin zu halten, ne? Genau wie das bei Gefängnissen ist. Aber Rom hält uns ja auch in einem geistigen Gefängnis daneben nochmal. Gut, das war Kapitel 6 und nächste Lesung verbringen wir mit Kapitel 7. Historische und prophetische Betrachtungen der beiden Entwicklungen und gehen dann in den Abschnitt 1, der große rote Drache. Soweit war jetzt das Kapitel 6 von Alexander Hislop von Babylon nach Rom. Priester, Mönche und Nonnen. Ich hoffe, ihr habt euch ein wenig besonnen über meine teilweise sehr intensive Lesung und dass ihr hier und da auch eure eigene Nachforschung zu der Sache anstellt. Ansonsten danke ich fürs Zuhören und Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag und immer stellt eure eigene Untersuchung an und möge Gott euch behüten und schützen auf all euren Wegen. Jörg von Joggler 66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab, sagt Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.